Ich muss echt sagen, es macht echt Fun, hier einfach durch die Gegend zu streifen und zu suchen, was es so zu finden gibt. Noch so ein Kristall. Noch einer. Interessant. Noch einer. Was ist das bloß für ein Ort, ey? Ah ja, hier haben wir die tote Wache hingetan. Das tut mir auch gar nicht leid. Kommt der her? Ja. Nö, da ist nix. Da ist nix. Du hast nicht das geringste gesehen. Don't move. Du kannst mich mal. Na, wo ist der andere hin? Hm, ein Gewächshaus. Toll. Oh, eine Tür. Türen, die aufmachbar sind. Die werden schöner. Und natürlich ist die nicht aufmachbar. Hm. Das ist natürlich nicht so toll. Was mit der da? Ach, natürlich. Ah, sehr gut. Wenigstens eine Tür, die auf mich hört. Schaufeln, irgendwas an Säckchen. Noch mehr Säckchen, die mich aber nicht interessieren. Hm. Wirklich sehr interessant, dieser Ort. Wirklich sehr, sehr interessant. Da habe ich ja schon fast Bock, länger als eine Stunde zu spielen. Ja, mal gucken, wie meine Laune aussieht. Okay, sind wir hier reingekommen? In den Garten oder nicht? Ich glaube nicht. Jetzt laufen wir, glaube ich, im Kreis. Oder? Ja. Ja, so viel zum Thema. Mal wieder Orientierungssinn, ne? Okay, da hätte ja was drin sein können. Man ist wirklich leicht schneller, wenn man den Knüppel ausgerüstet hat. Das wundert mich schon ein bisschen manchmal. Aber gut. Dann speichern wir mal und dann gehen wir uns mal den Typen im oberen Geschoss angucken. Irgendwie werden wir uns da schon hinschleichen können, ohne dass er uns sieht. So, und da ist eine Tür in der Decke. Ja, Architekt. Ich weiß ja nicht. Ich sehe ihn jedenfalls nicht da oben. Ich höre ihn aber. Ah, da oben ist er. Over there, stop at once and put your hands up. Nö. Nein. Alter, ich hab geblockt. Ich hab auf den Knopf gedrückt. Mann. Mann, Mann, Mann. Ich hole wieder den Bogen raus. Alter, wieso bewegst du dich nicht? Scheiße. Habe ich dich.
irgendwas dabei? Nein. Dann werfe ich dich jetzt mal darunter. Oder doch. Tja, was hast du jetzt davon? Pö? Was kommt davon, wenn du mich so oft siehst? Okay, da unten waren wir. Immer schön rechts lang. Außer politisch gesehen. Oh ja. Sehr gut, eine Falle. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das eine Falle ist. Ich dachte, das sei irgendein Item, was man mitnehmen kann. Naja. Well, looks like curiosity killed this cat. Burglar. Und schon wieder. Ja. So viel zum Thema Fallen. Sehr gut. Wirklich sehr gut. Okay, ja. Oh. Sehr interessant. Mal gucken, kriegen wir es auf? Ja. Das ist ja was ganz Neues, dass die Schlüssel hier funktionieren. Da ist noch eine Rune, was ich als Falle identifizieren würde. Und wir sind wieder im ersten Stock. Exzellent. Ich höre auch keine weitere Wache. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Die sind wahrscheinlich wegen den ganzen Fallen nicht hier. Die fühlen sich wahrscheinlich einfach zu sicher. Die haben jetzt schon ein paar Mal funktioniert, also ich sollte mal nichts sagen. Okay. Also wer auch immer hier wohnt, ist tatsächlich ein ziemlicher Exzentriker. Au. Na, ich wollte schon sagen, vielleicht ist ja sein Bett mit einer Falle versehen. Das wäre echt lustig gewesen. Ja, jetzt bin ich schon auf der anderen Seite und muss immer noch aufschließen. Hm. Okay, wir sind schon fast 40 Minuten drin. Dann, ja, schauen wir mal. Ob wir es doch innerhalb von einer Stunde gebacken kriegen, hier durchzukommen. Okay, hier geht's noch weiter hoch. Das wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich bleib jetzt einfach geduckt, um mal halt wenigstens den auf Brusthöhe den Fallen zu entgehen. Was haben wir hier? Eine Papyrus-Schriftrolle. Die lesen wir direkt auch mal. The City Tribune. Woman from Shalebridge who was acquired of charges of robbery in the city court last week has been kidnapped by members of the Order of the Hammer. The woman is apparently being held in squalid conditions in Cruxcleft prison, whereas the Hammer writes did not cite any official reason for the incarceration. Ach du Scheiße, das ist schon wieder Wörter. One of the order was quoted saying, she hath sinned in the builder's eyes and thy slothful laws hath touched her not at all. Okay. Frage ich mich, haben wir die schon befreit, weil wir schon in einem Gefängnis waren oder nicht? Ja, hätte ja sein können. Falle. Schätze ich mal. Oder einfach nur eine Wand. Ist mir ehrlich gesagt gerade lieber. So, mal hier. Ui. Ja. Die Fallen sind ja meistens direkt. Oh. Natürlich der obligatorische Gang im Kamin. Und keine Falle. Das wundert mich doch ein bisschen. Und dieser Kamin ist völlig ineffektiv.
Naja, nicht so ineffektiv wie der ganz unten, wo noch nicht mal ein Abzug war. Nicht mal ansatzweise. Okay, ist hier irgendwas drin vielleicht? Nein? Hätte ja sein können. Naja, dann nicht, dann nicht. Oh. Hier ist der Eingangsbereich, glaube ich, wieder. Direkt runter. Ah, natürlich. Schüssel, tu dein Ding. Oder auch nicht. Mach, was du willst. Ja, Schüssel tut sowieso, was er will. Ja, was haben wir bekommen? Ach, das ging ja schnell. Garrett wird wohl besser. Oder auch nicht. Wow. Ich sehe nur, ich sehe die, die Fässer, denk mir nichts dabei und dann Feuer. Hm, da war doch was. Dong, tot. Natürlich. Aber nett. Endlich mal eine Gelegenheit, wo die Fässer mal explodieren konnten. Aber die explodieren bestimmt auch, wenn ich einen Brandpfeil drauf schießen würde. Wer weiß. Ich hab's noch nie ausprobiert. Hab's ehrlich gesagt auch nicht vor. Ah, hier ist die Steinplatte, die das auslöst. Das hat mich noch getroffen. Ihr Drecksäcke. Ach, natürlich habe ich vergessen zu speichern. Haha. Natürlich, natürlich. Ups. Habe ich mich natürlich wieder total verklickt bei den Items. Aber ich muss hier kleine, naja, wie soll man sagen, Handakrobatik-Techniken anwenden, um hier das schön nutzen zu können. Mit nur einer Hand, zumindest. So, das hat mich aber nicht getroffen. Diesmal nicht. So, was haben wir denn hier alles Schönes? Hier ist nix. Aber da ist Erz. Oder Totenschädel und Erz. Wenigstens mal eine Falle, die nicht auf Brusthöhe ist. Oh ja, jetzt sind wir wieder hier. Zur Erinnerung, dort unten haben wir gestartet. Schauen wir mal, was haben wir hier? Wir brauchen uns ja wegen der Wachen keine Sorgen mehr zu machen. Ah ja, wir sind wieder hier. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ist das eine Falle? Es ergibt ja keinen Sinn, dort wo die hinschießt. Eigenartig. Ach nee. Das gruselt mich jetzt aber. Greift die mich an? Ja, die greifen mich tatsächlich an. Und ich habe die Truhe verpasst. Ja, ich glaube, zur Sicherheit sollte ich meine Healing Potion nehmen. Ups, 13. Wir haben 5 davon. Ganz plötzlich. Ganz plötzlich haben wir 5 Health Potions. Das überrascht mich doch ein bisschen. Keine Falle? Waren wir hier schon mal? Ja. Da unten ist der Speisesaal mit der Tür in der Decke. Tisch für Kinder. Und wir sind einmal komplett rum. Alles klar. Mal gucken, was wir hier sonst noch finden. Ja, hier war der Wache gefolgt. Die ist dann hier und dann hier links.
Da geht's weiter hoch. Dann gehen wir mal hier lang. Da liegt ein Buch. Compendium of Natural Magic, Chapter 15. Tatiana's Flowers. These flowers grow primarily in the icy mountain caves of the Assy Range. By way of defense, they have evolved a method of warming and smirling the magical energy of the sentient plants and rocks discussed in the last chapter, lulling them to sleep. Flowers are named after Archmage Tatiana Jokobik, okay, who pioneered their use in temporary negation of magical spells and systems. Okay. Das klingt doch sehr interessant, dass es jetzt endlich mal ein bisschen um Magie geht. Noch ein Bett. Aber liegt hier irgendwas? Tatsächlich liegt hier irgendwas. Hm. Falle? Nein? Keine Falle? Jetzt, wo man sie erwartet? Alles klar. Ui. Natürlich der obligatorische Kristall im Wasser. Mittlerweile ist ziemlich alles obligatorisch. Ah ja. Okay, da ist wieder diese Falle. Ach nö, nicht schon wieder Dschungel. Ich höre schon wieder dieses Gequake. Mir schwammt echt Schlimmes. Waren wir hier nicht schon mal? Ich höre Gekicher. Okay. Ist echt gruselig, dieses Level. Einfach nur gruselig. Also ich muss echt zugeben, hier haben die Macher echt gute Arbeit geleistet. Das muss ich ehrlich mal zugeben. Und eine Tür, die nirgendwo hinführt. Das ist überhaupt nicht verwirrend, ne? Boah, Mann. Ich erwarte irgendwie wirklich, dass jetzt gleich Spinnen kommen oder diese scheiß Dinosaurier wieder. Ich will ja sagen, es würde mich nicht überraschen, aber wahrscheinlich überraschen die mich dann doch und killen mich in einen Zug. Oh. Ich hab die überhaupt nicht gehört. Vor allem völlig unerwartet jetzt, dass jetzt noch irgendwelche scheiß Wachen kommen. Ah, great. Was haben wir hier? Oh, da hinten ist einer. Gänge, wo ich absolut nichts machen kann, außer weitergehen oder zurückgehen. Ich gehe einfach mal weiter nach oben. Ich höre Pfeife. Deine Mutter. Die könnten mich gar nicht gesehen haben. Die können mich nicht gesehen haben. Was? Wie können die nicht geblendet sein, aber ich schon?
Ach, die haben sich dann wahrscheinlich gegenseitig bekämpft oder so. Keine Ahnung. Was? Okay, die haben mich wahrscheinlich gehört. Boah, sind ja überall. Look there. See anything? Hello? Anyone there? Die sind echt überall, ey. There's a prowler here. Ja, ich renne mal. Au. Vielleicht sollte ich einfach mal warten, bis sie sich beruhigt haben. Oh Mann, ey. Das geht mir gerade mit dem Wachen total auf die Nerven. Jetzt mal voll im Ernst. Wie lange war drin? 50 Minuten? Durch, vor allem. Kommt er hierher? Scheiße! Natürlich habe ich total vergessen, wo ich lang gegangen bin. Ich glaube hier lang. Dann da lang. Und jetzt speichere ich. Die können keinen Schatten gesehen haben. Also hier ist gerade KI-Fail, meiner Meinung nach. Die können wahrscheinlich durch die Wände gucken oder so. Boah! Mann! Natürlich habe ich genau so gespeichert. Dass ich ein lautes Geräusch gemacht habe. As soon as I find you, you're dead. Ach, natürlich. Wie viele kommen denn da? Wo sind meine Flashbangs? Da. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Oh oh. Falsches Item. Nein! Jetzt aber. Sterbt! Ihr Säcke. Noch eine. Sterbt! Wieso sterbt ihr nicht? Zwei. Na komm, der noch. Dankeschön. Mann! Eine haben wir noch. Puh, das war echt. Natürlich. Der kann mich ja nicht nur. Der kann mich ja nur gehört haben. Oder gesehen haben. Kommt er? Hey! You! Stirb, stirb, du Sack. Stirb, stirb. Ich hab geblockt. Ach, Mann, ey.
Das Spiel macht auch manchmal seine eigenen Regeln. Egal. Er ist ja jetzt tot. So. Da ist eine Liane nach oben. Schau mal, wo geht's denn hier hin? Ich höre Gelächter immer. So im Hintergrund. Okay. What the actual flying fuck? Ich glaube, das hier ist ein Fehler im Spiel. Glaube ich. Ich möchte es glauben, dass das hier ein Fehler im Spiel ist. Naja, versuchen wir es mal. Nein. Ja, ich glaube, dieser Sprung ist so ziemlich unmöglich. Es sei denn, man kann hier irgendwo irgendwie einen Rope Arrow machen. Was ich nicht glaube. Nein? Vielleicht da drunter irgendwo? Just for fun? Zack. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Nein, nein, nein. Dann sparen wir uns das Ganze mal und gehen den anderen Weg. Mann, das erinnert mich irgendwie so an die Zuflucht aus Diablo. Von diesem ein Magier da. Ich hasse das Level. Kennt ihr das? Wo man praktisch, sind noch mehr Typen. Ach, natürlich. Aua. Aua. So leckt mich an meinem Allerwertesten. Das nächste Mal schieße ich ihn einfach ab. Komm schon. Komm schon. Stirb, du Sack. Gesicht. Dankeschön. Hat er was dabei? Ich glaube nicht. Nein. Jetzt da hoch. Ach, scheiße. Natürlich sind da zwei. Ah, cool. Das Schwert. Ich schleiche. So, ihr sterbt jetzt. Ich nehme jetzt nur gerade den Knüppel, weil wenn ich den gezückt habe, ich ein bisschen schneller bin. Bin ich nochmal einen Tick schneller, indem ich springe. Na? Weiß nicht wohin, wa? Moron! So, jetzt muss ich eigentlich nur den gleichen Weg komplett wieder zurückgehen. Dummerweise habe ich komplett vergessen, wo ich lang gegangen bin. Time to take my new sword and get out of this crazy place. Ja, okay. Schön nach unten. Immer weiter nach unten. Ich glaube, da lang. Ja. Schnellste Weg nach unten ist natürlich ein Sprung. Wir können jetzt die Seilpfeile benutzen. Um
mal zu gucken. Ja, das. Okay, so weit nach unten müssen wir sowieso nicht. Okay, wir sind fast am Anfang wieder. Muss ich nur noch den Weg finden. Und wir sind jetzt so ziemlich bei einer Stunde. Wenn ich es jetzt nach draußen schaffe, dann habe ich es geschafft. Eine Stunde wieder in einem Level. Also ich muss sagen, das hier ist eines der interessanteren Levels. Einfach vom Aufbau und so weiter. Sehr viel What the fuck mit dabei und das ist doch ziemlich cool. Oh, und ich bin draußen. Yay, und jetzt dürfte das Level zu Ende sein. Jawohl. Ja, meine Worte zur Mission. Ja, auf jeden Fall interessanter. Ziemlich verwirrend. Der letzte Teil mit den ganzen Wachen. Ich weiß echt nicht, wie man das machen soll, ohne dass man A, gehört wird und B, ohne einen von denen niedergeschlagen zu haben. Aber egal, wir haben es ja irgendwie geschafft und ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Vor- und Nachteile für die Spieler vergeben, die es nicht schaffen. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool und wir sehen uns dann im nächsten Level bei Thief, The Dark Project. Bis dahin.